ziehe ich mal die erste Karte. Was ist Ihre schönste Anekdote im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung? Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Frage, die Sie beantworten müssen, Herr Kartmann, weil ich war nicht dabei. Ich bin erst 90 geboren. Und man möchte eigentlich gar keine Rangfolge machen. Nein, allein das Faktum selbst, das Gefühl zu haben, dass die Wiedervereinigung da ist, überragt alles. Ja. Haben Sie ein Lieblings-Ost-Produkt? Ein Lieblings-Ost-Produkt? Ein Lieblings-Ost-Produkt. Ich würde ja sagen Bündnis 90. Ich bin ein Mensch, der sehr gern etwas isst, wie man sieht. Dass ich persönlich die Mischung zwischen einem Bratwurst aus dem Osten und einem Bier aus dem Westen. Die Wiedervereinigung auf dem Küchentisch. Das einzige Ostprodukt, das ich gleich noch bewusst im Supermarkt kaufe, ist die Vita-Cola. Hier. Wenn Sie die Zeit der Wiedervereinigung in einem Wort beschreiben, wunderbar. Mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen. Also ich kenne es ja nur aus der Erzählung meiner Familie, weil tatsächlich die Geschwister meines Großvaters in Pirna bei Dresden leben, damals schon gelebt haben. Mhm. Und das, ja, die Erzählung der Familie, dass man sich wieder normal sehen konnte, das... Ja, wir sind gerade, also noch ganz klein, war viel in den Osten gefahren, weil man das tatsächlich als Familie, dieses Wiederzusammensein, auch irgendwie gefeiert hat. Daran erinnere ich mich noch. Ziel von der neue K, ja. Was können wir aus den Themen Mauerfall und Wiedervereinigung für die heutige Zeit lernen? Oh, das kann man nur lang beantworten, oder? Oh ja, da könnte ich einen ganzen Roman darüber erzählen, aber wichtig ist vor allen Dingen, es hat keinen Zweck, dass man sich gegenübersteht als Feinde. Und deswegen ist unser tagtägliches Bemühen auch in der Politik, dass wir uns vertragen, dass wir lernen, miteinander auszukommen, dass wir lernen, dass es gute und schlechte Momente gibt, die allerdings alle am Endeffekt friedlich gelöst werden müssen. Dies ist ein Lernprozess und das können gerade wir Deutschen mit dieser Geschichte, der auch in der jüngsten, vormachen. Ich glaube, mit eines der wichtigsten Dinge, die wir aus der Wiedervereinigung auch lernen können, ist der Wert auch eines vereinigten Europas. Und auch das gilt es in einem Europa ohne Grenzen, ohne Mauern, gilt es auch in der heutigen Zeit zu schützen. Die Wiedervereinigung ist wie ein Produkt, was man sich eigentlich gar nicht hat vorstellen können. Denn welche Länder, die sich im Krieg gegenüberstanden, die geteilt sind, haben dieses geschafft nach so relativ kurzer Zeit, wenn man mal die Geschichte Deutschlands oder die Geschichte... Und friedlich und gewaltlos. Oh ja, okay. Tschüss. Dankeschön.